Willkommen zurück zu Let's Play The Talos Principle. Ja, The Talos Principle, das war's, genau. The Talos Principle. Wir schauen uns hier in alten Gemäuern um und Wüsten und ägyptischen Geländen. Die Stimme sagt immer wieder, dass diese Welt ein Garten ist, aber ich sehe nur eine Wüste voller Ruinen. Auch in der Wüste kann was wachsen. Mein lieber Dorf. Was war da hinten noch? Sieht doch alles gleich aus hier. Also ich glaube nicht, dass ich bis zur Skybox in der Umgebung komme. Also gehen wir direkt zu unserem nächsten Puzzle. Das da hier anfängt. Achso, das war nur ein Schatten. Keine weiteren Nachrichten. Hier gibt es auch noch irgendwo einen Stern. Den habe ich noch nicht gefunden, oder? Ich glaube nicht. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Okay, was haben wir hier? Ein Windrad. Der sich nutzen kann, um hier... Tja, weiß auch nicht genau, warum ich das nutzen kann. Oh Gott, so ein Zeit-Zurückdreher. Oh Gott. Und so, wenn ich hier durchkomme, kann ich auf das zweite Ding laufen. Okay, mal ausprobieren. Das macht hier auf, ja, okay. Und das macht da auf. Aber da kann ich doch eh drüber schießen, oder? Und was bringt der Strom überhaupt? Der Strom macht... Hallo? Der Strom... Ah! Der Strom macht Wind. Okay, da hinten ist das Ziel. Das heißt, mein Endziel ist doch, das Teil in die Luft zu bekommen. Ich möchte aber erstmal gucken, dass ich da hinten durchkomme. Also mit einem Geist komme ich jetzt zumindest da rein. Okay, ich lasse das manchmal kurz. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Aufmachen. Okay. So, die Kiste werde ich wahrscheinlich brauchen und ich glaube, ich habe mich eingesperrt. Das ist aber okay. Ich wollte erstmal erkunden, wie es denn hier weitergeht. Okay. Jetzt spulen wir den ganzen Quatsch zurück. Und dann schauen wir mal. Das muss mit dem und dem und dem verbunden werden. So. Und dann muss uns Kollege hier aufmachen. Für einige Zeit. Gut. Und dann können wir das da drauf stellen. Okay. Das war etwas zu viel des Guten. Gleich nochmal. Ich habe den Strom schon angeschaltet gehabt, das war mein Fehler. Ich habe so eine üble Vorahnung. Ja, ich habe es falsch gemacht. Und das habe ich auch falsch gemacht. Oder? Nein! Hä? Warum kann ich das denn jetzt nicht draufstellen? Warum kann ich das denn jetzt nicht draufstellen? Was? Ich weiß noch gar nicht, ob wir durch alle Tore durchkommen, wenn ich das gemacht habe, weil es wirkt recht unwahrscheinlich. Ich komme ja eigentlich nur durch zwei. Ich möchte aber erstmal hinkriegen, dass das Ding überhaupt da oben fliegt. Also nochmal.
Ist das kompliziert. Also, der Kollege muss doch eigentlich nichts tun, als uns da aufzumachen. Das ist ganz genau alles, was er tun muss. So, überhaupt gar nichts anderes. Ich brauche da noch keinen Strom anzumachen, nichts. Der muss einfach nur 15 Sekunden hier draufstehen. So. Okay, jetzt kann ich das Ding da drauf abstellen. Jetzt kann ich das Ding nehmen und mit allem verbinden und da oben drauf stellen. So. Okay. Gut. Das hätten wir also geklärt, das funktioniert. Gut. Damit wäre das einzige Problem jetzt noch, dass wir nicht durch das Ding durchkommen. Und zwar kommen wir maximal ein Tor weit. Genau. Okay, das heißt, ich spiele jetzt nochmal zurück. So, und ich stelle jetzt den Connector da ab. Und dann kann ich mit Hilfe meines Geistes kann ich die Kiste da hinten abstellen. So, und mein Ziel ist nämlich, da zu erreichen, dass... Ups, schnell. So, ein Tor müsste ich noch aufkriegen im Prinzip. Also eigentlich müsste ich noch einen Schritt weiterkommen. Aufsteige, kommt dieser Zurückspulentext kurz. Ein Tor muss ich eigentlich noch weiterkommen. Mal kurz gucken. Angenommen, ich stehe hier drauf. Dann kann ich das da nehmen, da vorne hinstellen. Genau, komme ich dann jetzt da durch? Ich glaube, dann habe ich mich ausgesperrt. Jetzt habe ich das Zeug zu weit weg. Also der Plan ist, die Tore offen zu halten, damit ich da durch kann. Mit den Geistern von den Teilen und dann die Teile hier rüber zu schaffen. Da drauf zu stellen und das ganze Zeug anzumachen. Während die Geister noch da sind, damit ich hier durch kann. Und dazu fehlt mir gerade genau ein Teil. Genau ein Teil. Das funktioniert also nicht. Zumindest nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich spule nochmal zurück, weil ich glaube, ich habe mich möglicherweise ausgesperrt. Oder es zumindest sehr schwer gemacht, das wieder zurückzusetzen. So, das Ding brauche ich ja auf jeden Fall. Obwohl, nee, das brauche ich auch nicht. Das kann ich auch mitnehmen. Ja, ja. Das kann ich auch mitnehmen. Das ist das fehlende Teil. Ausgezeichnet. Okay, kurz hier aufzeichnen. 5, 6, 7, 8. Und wer wird heute kalt gemacht? So. Aufzeichnung abspielen. So, jetzt ist alles offen. Wundervoll. Okay, das müsste hoffentlich gehen. Schauen wir mal. Ich muss da drauf.
und ich muss da drauf. Und dann muss ich wieder da drauf. Und dann muss ich wieder, wenn ich jetzt verkacke, muss ich das Ganze nochmal machen. Da drauf. Und nur damit ich nochmal die extra Zeit habe, gehe ich nochmal hier drauf. Und nochmal hier drauf. So, jetzt sollte ich in der Lage gewesen sein, das Ding hier zusammenzubauen. Das heißt, als allerletztes muss ich nochmal hier drauf. Puh, okay. Ich glaube, wir haben's. Los geht's. Abspielen. Mach mir auf. Das Ding hier muss raus und das Ding hier muss... Ein Zeichen verpasst. Okay, passt schon, alles gut. Die Geister sind noch da. Deswegen habe ich es dreimal gemacht. Der macht mir auf. Ich krieg all meine Sachen hier rüber geschleppt. Inklusive dem Rad. So, jetzt baue ich zusammen. Das Ding... Und der Connector will mit allem verbunden werden und da oben drauf gestellt. Jetzt muss er mir nochmal aufmachen. Jetzt müsste der Strom angehen, das Ding müsste hochfliegen. Und dann müsste er mir hier drüben aufmachen und ich kann durch zum Ziel. Puh! Das ist ein anstrengendes Puzzle, vor allem wenn man es falsch macht. Und sich verhadert, dann muss man gleich nochmal ganz von vorne aufbauen. Aber das hat funktioniert. Wundervoll. Den Stern habe ich nicht gefunden und glaube auch nicht gesehen, wo er sein könnte. Aber das müssten schon fast alle Puzzle gewesen sein hier. Schauen wir mal am Eingang nach und schauen wir mal, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Oh, auch schon wieder ganz schön viel Zeit. Die Zeit vergeht recht schnell. Beziehungsweise sie geht so schnell wie immer. Nur während man Puzzle löst, kommt es einem sehr schnell vor. Okay, ich habe alles gelöst, ich habe nur den Stern nicht gefunden. Hey! Ich nehme alles zurück, ich habe den Stern gefunden. Okay, ja, das hätte ich mir mal anschauen sollen, das Zentrum hier. Seit Generationen bin ich in diesem Spießrutenlauf gefangen, immer auf der Suche nach den richtigen Antworten. Ich komme langsam zum Schluss, dass es keine gibt. Doch. Okay, also man kann sich hier hochpusten lassen, wenn ich es irgendwie schaffe, einen Teil rauszukriegen. Das heißt, ich kann hier Strom anmachen und muss mich hochpusten lassen. Das heißt, ich muss zwei Dinge schaffen. Ich muss ein Windrad rauskriegen und Strom hinbringen. Strom hinbringen sieht ganz gut aus von da drüben. Und Dinge rausbringen, da gab es doch diesen Level mit den vier Kammern, wo man möglicherweise in der Lage ist, Zeug rauszubringen. Das hier. Das, wo ich mich gewundert habe, warum man hier so viel Kram hat. So, also ich mach's mal kurz. Ich habe jetzt gerade eine ganze Weile versucht, aus diesem Puzzle hier irgendwie über diese Windmaschinen hier Dinge rauszuschmuggeln, um sie draußen verwenden zu können für die Lösung dieses Problems. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Dann habe ich allerdings dafür noch etwas gefunden, was ich euch schnell zeigen möchte. Hinten. Ein Terminal. Achtung, Administrator. Die Netzwerkverbindung wurde wiederhergestellt. Möchten Sie die letzte Sitzung erneut öffnen? Ja. Bist du wieder da? Ja. Was wolltest du vorhin sagen? Erinnere mich nicht, ist egal. Manchmal scheint es, als ob hier alles einen Sinn ergibt. Manchmal nicht so sehr. Ich glaube, wir sind in irgendeine Art von Maschine eingestöpselt. Was für Beweise hast du? Wie könnte man das alles hier sonst erklären? Ich glaube nicht an Dämonen und böse Zauberer. Hm.
Ich glaube, wir werden hier auf irgendetwas vorbereitet. Das würde eine Menge erklären. Hör mal, das ist noch was anderes. Vielleicht kann es uns helfen. Bevor ich dich getroffen habe, habe ich mich gefragt, wie viele andere Leute hier gefangen sind. Was auch immer hier vorgeht, ich weiß, dass es nicht richtig ist. Wir müssen es aufhalten. Ich glaube, ich weiß wie. Ich habe in einigen Dokumenten rumgewühlt und ich finde immer wieder Anspielungen auf ein Passwort. Dabei handelt es sich um eine Art Bibliothekshauptschlüssel. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn benutzen soll. Was ist das Passwort? Schwöre, dass du nirgends ohne mich hingehst und ich sag's dir. MLA-Prozessbot hat sich in diese Zunge eingeloggt. Sekunde, was ist das? Machst du was mit meinem Terminal? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Was? Ich weiß nicht. Oh je, Corpus Hippocratus. Soll ich jetzt selber das Passwort finden? Och Gott, das ist ein Stress. Alle Gefühle entspringen dem Gehirn. Aha, Okay. Chesterton-Gehirn. Das menschliche Gehirn ist eine Maschine, um Schlussfolgerungen zu treffen. Wenn es dies nicht kann, ist es verrostet. Bla bla bla. Viele Tiere stellen Werkzeuge her, aber der Mensch kann nicht als Tier bezeichnet werden, der Werkzeug herstellt, denn... schließen Schlussfolgerungen oder so ähnlich, keine Ahnung. Rüben sind unglaublich aufgeschlossen. Bäume haben keine Dogmen. Okay. Bronstein-Gehirn. Ja, hier können wir jetzt anfangen, irgendwie den Hexkram zu übersetzen und gucken, ob da das Passwort drin steht. Aber ich habe keine Lust. Menschliches Gehirn, Entwicklung aus Materie, bla 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 bla. Okay. Neurowissenschaften. Der Freiwillige erlitt ein Blutgerinnsel in der Kindheit. Und ich ist in seiner linken Hemisphäre zum Schlaganfall führte. Okay. Der Freiwillige ist heute 17 Jahre alt und zeigt nur sehr subtile kognitive Mängel. Aha. Das Gehirn hat sich angepasst. Okay. Ja, das war's, was ich gefunden habe. Hier ein bisschen Terminal, ein bisschen Text. Was ich nicht geschafft habe, ist irgendwie aus dem Puzzlen was auszuschmuggeln. Ich habe es auch noch sogar in anderen Puzzlen probiert. Aber ich sehe noch keinen Weg. Wenn ich jetzt nicht hier draußen irgendwie... Moment mal. Wenn ich jetzt nicht hier draußen irgendwie was finde, wollte ich gerade sagen. Aber hier ist ja was. Was soll das denn? Komme ich da irgendwie ran? Ach, jetzt kann ich hier gleich wieder lossuchen. Wo war das hinter der Wand da drüben? Da müsste ich über die Mauer da oben. Angenommen mal, ich würde das schaffen. Dann könnte ich mir hier ein Windrad abholen. Bei dem hier so unklar, wo es aktiviert ist, aber ich will ja eigentlich nur das Rad haben. Das reicht mir ja schon vollkommen. Und der wirklich offensichtliche Weg, um da ranzukommen, um da reinzukommen, ist, da drüben über die Mauer zu klettern. Ich meine, das könnte man noch versuchen. Ich versuch's mal und wenn ich es schaffe, sehe ich euch gleich wieder. Also es scheint tatsächlich, wäre es vielleicht machbar. Ja, nein. Also es geht. Ich muss es nur noch mal probieren. Ja. Damit hätten wir das Windrad. Alles klar. Das heißt, wir brauchen nur noch den Strom. Das heißt, wir müssen nur noch einen Connector in Stellung bringen.
So, das hatte ich gerade nicht auf Kamera, aber ich habe es geschafft, aus diesem Puzzle hier einen Connector rauszuschmuggeln, indem ich hier drauf geritten bin, auf der Kiste, und dann mit dem Connector drüber gesprungen. Und entsprechend habe ich jetzt diesen hier. Und damit sollten wir doch jetzt alles zusammen haben. Wir haben ein Windrad eingesetzt, wir haben Strom da oben, wir haben alles da. Wir können an diesen blöden Stern ran. Heieiei, das hat ja lange genug gedauert. Haha! Betrachtet mein Werk, Sterbliche, und erzittert. Ich bin Ozymandias, König der Könige. Oder so ähnlich. Gut. Wenn ich jetzt runtergehe, brechen mir alle Knochen. Nee, gut. Das war ein schöner Stern. Kann man lassen. Dann sind wir endlich mit dieser Zone hier fertig. Ich meine, wenn der Stern sichtbar ist und man weiß, man kommt irgendwie ran, dann ist das doch gar nicht so unfair. Das finde ich voll in Ordnung. Gut, das war's. Ich schneide das zusammen und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Tschüss! So, auf der Jagd nach den Sternen habe ich noch was für euch. Und zwar gab es hier diese verschlossene Tür, wo mir beim letzten Mal nicht klar war, wie man hier durchkommt. Inzwischen habe ich aber eine Idee und ich habe auch schon ein bisschen Nachforschung betrieben. Meine Idee war, aus einem der anderen Puzzle einen Schlüssel rauszuschmuggeln, und dieses hier habe ich schon vorbereitet, hat einen Schlüssel hier, den man nirgendwo gebraucht hat. Und nicht nur das, das hat auch eine Leiter, um hier rauszukommen. Tja, so sieht's aus. Das war eigentlich recht einfach, wenn man weiß, dass man Dinge aus den Puzzlen rausschmuggeln kann. Und entsprechend können wir hier öffnen, und ich gehe davon aus, dass hier ein Stern hinten dran ist. Okay, ich habe mich getäuscht. Es ist kein Stern hinten dran, es ist ein Jammer hinten dran. Okay. Dann muss mir noch klar werden, was ich mit diesem Jammer jetzt jammen kann. Was ich auch gelernt habe, ist, dass man durch die Türen der Puzzles hindurch jammen kann. Also nicht nur, dass man Laser durchschießen kann, man kann hier auch jammen. Aber möglich gibt es hier in der Welt noch woanders irgendwo ein Portal zu jammen. Den da kann ich jedenfalls nicht jammen. So. War ganz gut versteckt, weil ich erst den ganzen Außenbereich abgesucht habe, aber hier drin ist zur linken Seite ein Ausgang und zur rechten Seite ein Stern. Hallo! Ja, damit wäre dieser Teil der Welt auch abgearbeitet. Und ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt hatte, das zeige ich noch ganz schnell. Hier drüben waren noch zwei Botschaften, die ich glaube ich noch nicht vorgelesen hatte. Und zwar einmal von Bob. Etwas Fremdes kam in unsere Welt. Wie eine Verzerrung, wie etwas, das nicht existieren sollte. Eine wunderschöne Stimme spricht aus seinem Inneren. Und außerdem, diese Stimme gehört nicht hierher. Sie ist nicht das Werk des Gestalters. Wir müssen diese Anomalien vermeiden. Sonst verbreiten sie sich und untergraben das Gefüge unserer Welt. Von Faith. Jo, das war's. Bis zum nächsten Stern.